Und schon haben wir wieder eins meiner kleinen beweglichen Lichter. Ich hoffe, ihr seht, was ich sehe. Und wer auch immer meint, das ist ein Flugzeug, dem sage ich, nein, das ist es nicht. Denn ein Flugzeug würde Geräusche machen und würde blinken. Und beides tut es nicht. Im Regelfalle sehe ich hier drei oder vier von den Dingern in der Nacht rumfliegen. In diesem Fall ist jetzt die Bahn von West nach Ost. Ist jetzt im Osten, also hinter der Kirche. Ich befinde mich hier auf dem Maria-Hilf-Platz in München. Die Uhrzeit könnt ihr an der Kirche ablesen. Kein Bullshit, kein Hoax. Das ist das wahre Leben. Ich hoffe, dass die Kamera das überhaupt noch aufnimmt. So dunkel wie das hier ist. Also, führt's euch. Keine Ahnung, ob man es richtig sieht. Wir sind immer noch in München. Und dieser kleine Punkt, der sich da bewegt, ist auf keinen Fall ein Flugzeug. Schauen wir uns da mal rein. Das ist schon eigenartig. Seht euch das an. Wenn ihr denkt, das ist ein Flugzeug, dann müsste das doch sein Licht ändern, oder? Und selbst wenn das 12.000 Meter hoch wäre, müsste man dann nach 40 Sekunden irgendetwas hören. Lautstärke. Auch die Positionslichter müsste man sehen. Gestern hatte ich auch schon so ein Ding, was drüber geflogen ist, sogar zweimal in der Nacht. Beim zweiten Mal habe ich es nur irgendwie nicht mehr hingekriegt, das zu filmen. Die Richtung ist wie immer West nach Ost. Zoome mich da noch mal rein. Das ist also das Beste, was ich machen kann mit der Kamera hier. Und die P Nikon P900 liegt zwar im Auto und sogar ein Stativ, aber ich habe es weder aufgebaut noch eingerichtet für Nachtaufnahmen. Also, das kriege ich die Tage mal hin. Weil hier, wie gesagt, in der Nacht mindestens zweimal so ein Licht vorbeikommt. Ist schon kurios. Naja, das wahre Leben. Ich schätze, dass es ein Wetterballon mit Technik unten dran ist. Wir werden sehen. Vielleicht kann ich das in der Nachbearbeitung herausfinden. Bis dahin. Ist wieder soweit. Keine Ahnung, ob man es sehen kann. Aber ich nehme es einfach mal auf.
Also wenn das ein Flugzeug ist, dann fresse ich einen Besen samt Stängel. Ich habe jetzt mal die Einstellung bei mir am Handy einfach mal geändert. Und muss sagen, auf dem Bildschirm sehe ich gar nichts. Jetzt sehe ich erst was. Den Fokus auf unendlich gestellt. Das scheint aber nicht richtig gewesen zu sein. Ich vergrößere das mal. Na, vergrößere dich. Das ist das, was man mit Maximalzoom sieht. Ist doch cool, oder? Und diesmal ziemlich genau von Westen nach Osten. Also Nordwest nach Südost. Sehr hoch diesmal. Ich breche das jetzt auch ab, weil mir der Arm gleich abfällt. Wahrscheinlich nicht viel erkennen, oder? Die Fotos sind ergiebiger, aber die Kamera fängt das irgendwie nicht richtig ein. Ich arbeite mit der Helligkeit. Minus. Plus. Trotzdem ist einfach ein Licht, was von oben kommt. Also von oben erhellt der Himmel. Verrückte Geschichte. Hier habe ich einfach verschiedene Einstellungen benutzt. Weil die Bilder am Anfang recht dunkel waren, bin ich hingegangen und habe bei der Nikon P900 oben einfach am Rad gedreht, um verschiedene Modi aufzurufen. Dann zum Schluss, eine Minute später oder so, habe ich dann sogar mal versucht, den Blitz einzuschalten, um zu sehen, ob hier irgendwelche Reflexionen kommen. Naja, anhand von dem Zeitstempel seht ihr, dass es morgens um 4 Uhr war und das war schon ungewöhnlich. Erst die Lichter in der Nacht und dann auf einmal dieses von oben beleuchtete Himmelszelt. Fand ich interessant. War eine angenehme Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, bis dahin, tut Gutes.